herzlich willkommen heute bei unserem Format Naturmedizin. Gerade das Thema Wasser beschäftigt uns doch täglich. Und zu diesem spannenden Thema habe ich heute einen Experte aus Deutschland da, Erich Meidert. Und ich freue mich sehr, heute mit ihm ein paar spannende Themen besprechen zu dürfen. Hi, Erich. Habe die Ehre. Ja, ich auch. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Und wir hatten ja schon mal 2, 3 tolle Sendungen, wo wir einfach mal so in deine Bilder reingeschaut haben. Ja. Und dann kamen die Themen einfach klar, auf dem Präsentier. Wie das Wasser, wie genau, super. Und das machen wir jetzt auch gleich direkt wieder. Ich schaue mal, was ich da so finde. Wenn ich hier so reingucke, da habe ich jetzt ein Gelenk. Eine Folie, die habe ich von Professor Scherer-Pollack. Ah ja, eine okay. Originalfolie. Wir sind aber in der Verbindung mit ihm. Und zwar heißt der Titel, wenn du mal was über Wasser lernen willst, für mich der größte aller Zeiten ist Scherer-Pollack mit diesem Buch Wasser mehr als H2O. Mhm. Und das ist echt meine Bibel. Die wird malträtiert und beackert von mir. Da ist auch das Thema mit dem hexagonalen Wasser drin, Seite 79. Und er erklärt es mit Humor und sehr, sehr gut. Also wann ich in der Früh. Und da ist zum Beispiel, warum die Gelenke nicht quietschen. Und da siehst du selber, wie ich da rumkämpfe. Ja. Und versuche das. Ja, ich verstehe es, glaube ich, jetzt schon mittlerweile. Weil es ist ja so, in meinem zarten Alter ist es halt so, dass viele Leute schon jammern mit Gelenken. Ich habe zum Beispiel einen Fußball-Weltmeister, mit 53 kann der nicht mehr gehen. Der raucht natürlich sehr viel, aber letztendlich fährt er nur noch mit Fahrrad, obwohl er leidenschaftlich gern Fußball spielt. Warum nehmen die Hüfterkrankungen, Knie, Schultern, Kalkschultern, warum das immer mehr zu? Und Pollack hat es geschrieben, warum quietscht das Knie nicht? Das ist die Folie dazu. Und er sagt halt hier zum Beispiel, wenn du zwei Oberflächen hast wie ein Schmirgelpapier, und die sind ganz rau, dann reiben die aneinander, so wie beim Schmirgeln. Ja. Und wenn du jetzt aber die Wasser reintust, dann hast du den Effekt wie bei einer Seife. Und jetzt muss man halt eines wissen vom Wasser, wie wir es schon mal gesagt haben, immer wenn Wasser eine Oberfläche berührt, bildet es eine negative Zone. Die negative Zone hat ein EZ-Wasser, ist negativ geladen. Und jetzt ist ja die Frage, welche Kraft hat Wasser? Und da gibt es 2 Dinge zu merken. Einmal die Nuss. Du hast eine Walnuss oder eine jetzt ist ja Weihnachtszeit, so eine Walnuss. Und wie viel Kilogramm braucht es, damit diese Walnuss, damit sie von innen herausplatzt? Du hast zum Beispiel da eine Walnuss, aus der Walnuss entsteht ja auch ein Baum mit 50 Metern Höhe. Welche Kraft brauchst du, damit die Walnuss platzt? Was meinst du? Nur das kleine Nüsslein. So fragen. Ja, genau. Mein Gott. Ein Kilo. 3 starke Männer, 280 Kilogramm brauchst du, um vom Druck her, um die auseinanderzubringen. Wahnsinn, ja. Oder umgerechnet wieder dasselbe. Du hast zum Beispiel bei der Hauswasserleitung kommt das Wasser rein mit 3,9 Bar. Gell? Es wird runter reduziert. Aber so, und du weißt ja, wenn du einen Wasserrohrbruch hast, 3,9 Bar, dann geht es ja ziemlich viel Power kommt da raus. Und wie hoch, wie viel Bar, du siehst aber zum Beispiel einen Weg an der Straße, da ist ein Baum und plötzlich springen die Pflastersteine oder der Teer. Oder im Frühjahr kommen die Schlüsselblumen raus, die Schneeglöckchen kommen raus aus der Erde, wo es eigentlich kalt und gefroren ist. Wie viel Bar Druck braucht es? Also 3,9 ist der Richtwert, den wir alle kennen und es braucht genau 400 Bar. Wenn du jetzt ein Schiff hast, das du mit Bohnen beladen hast und in das Schiff, in diese Container mit den Bohnen kommt Wasser rein, was passiert? Es zerreißt dir das Schiff. Wenn die Ägypter die Pyramiden bauen, dann haben die diese Granitsteine nur deshalb bekommen, weil die haben einen Holzpflock reingetan in so einen Spalt. Und haben es mit Wasser begossen und haben gewartet, bis der Temperaturunterschied war. Und wie ich schon gesagt habe, 400 Bar, die Kraft der Sonne tut es dazu, dass dir die Granitsteine, dass es zerreißt, dass die gesprengt werden.
Und so haben die das gemacht, so geht es. Also das ist die Kraft des Wassers. Und wenn ich das, die Kraft des Wassers, die 400 Bar transformiere und ich hydriere ein Knie gut, dann muss ich halt so hier sehen, ich habe ja hier immer beim Wasser unten diese negative Ladung, die EZ-Zonen, die ist zum Teil 2-3 mm. Das klingt zwar nicht viel, aber wenn ich viel hydriert habe, habe ich halt große Schichten und die sind negativ geladen, negativ die beiden Flächen und in der Mitte sind die Protonen und die kann ich praktisch nicht zusammendrücken. Trinkt man diese 300 Kilogramm pro Kubikzentimeter und wenn ich jetzt, oder 400 Bar, und wenn ich jetzt ein Knie gut hydriert habe, dann hat es so eine Kraft, dass es nicht aneinander reiben kann. Mhm. Und jetzt ist es so, ich habe hier den Gelenkspalt, das hält das zusammen. Und jetzt habe ich halt zwei Ursachen. Die Dehydration, das heißt zu wenig Wasser, oder dann, wo wir schon mal gesprochen haben, wenn die inneren Organe das ganze Wasser brauchen, dann nehmen die natürlich das alles raus, das, und füllen es auch wieder mit Müll auf und sie nehmen mir das Wasser. Und da haben wir das gute eine Bildchen, haben wir da noch mal gehabt, wo ich gesagt habe, das ist das Bild. Ja, da haben wir halt jetzt die Gelenkkapsel. Und hier sieht man natürlich, das ist hydriert. Und wenn ich aber jetzt natürlich diese Fläche, die Schmierfläche, es gibt ja die Wasserschmierung. Wenn ich das natürlich jetzt dehydriert habe, dann reibt sich aneinander und alles, was sich reibt, entzündet sich halt. Und das nennt man dann irgendwo, wenn es dann verhärtet, verkalkt, werden es Arthrosen. Aber wenn ich erzähle, wenn ich es gut hydriere, das kann nicht sein, weil wenn du die Kinder, die Jugendlichen, die springen da aus 3 Meter raus. Und dann denk halt dran, was ist alles davon betroffen? Betroffen davon sind die ganzen Gelenke, die Handgelenke, die ganzen Schultern, Tennisarm, Kalkschultern, Hüfte, die Knie, Bandscheibe ist das beste Beispiel. Bandscheibe habe ich noch was da, auch wieder reine Physik, keine Verschwörung. No. Das habe ich ehrlich gesagt in der Schule gelernt von meinem Junior. Da sehe ich eine Folie und denke mir, Sakrament, das stimmt doch. Bandscheibe, und zwar geht es darum, das ist natürlich das Bild schlechthin. Du siehst hier bei der Bandscheibe, das gebe ich dir wieder. Ja. Man sieht hier, das sind die Bandscheiben, die haben 85% Wasseranteil. Also das ist schulmedizinisch klar, 85% Wasseranteil. Wenn ich jetzt ein Wasser habe, ein hochohmiges Wasser, wie wir gerade schon gesagt haben, mit reinem Wasser, dann habe ich da einen Widerstand von 60.000 Ohm. Lauretana wirbt mit 60.000 Ohm, weil es halt keine Mineralisierung hat, keine leitenden Stoffe, egal was immer drin ist. 60.000 Ohm sagt Lauretana. Dann nehme ich mein Messgerät und dann sehe ich Leitungswasser, München, 1500 Ohm. Das heißt, ich kann das so, das kann ich zusammenquetschen. Hier läuft aber der Nervenkanal. Und dann habe ich nämlich den Widerstand im Nervenkanal und den zwickt es mir zusammen. Mhm. Der wird gequetscht, das nennt man dann Bandscheibenvorfall oder Hexenschuss. Das hatte ich immer mein Leben lang hatte ich das Thema. Und Leute wie der Bakman Gelic, das habe ich vorhin schon mal gezeigt, der hat dieses Buch geschrieben bei Rückenbeschwerden. Da machst du ein paar Übungen, dass sich die Bandscheiben wieder füllen, nimmst hochohmiges Wasser, Lauretana, Plose, Black Forest oder Hornberger Lebensquell, 4 Wochen probieren, Übungen dazu machen und mal schauen, was passiert. Das ist jetzt keine Heilaussage, hoffentlich. Aber das ist logisch, das ist pure Physik. Also, und drum ist die Reinheit des Wassers das A und O. Und drum quietscht unser Knie nicht. Das ist, glaube ich, die Auflösung auf die Frage. Einfach pure Mathematik und nachgewiesen, diese EZ-Zonen, die sind halt alle da. So, super. Nächste Frage, nächstes Quiz. Nächstes auf Quiz. Zu. Ah ja, das ist ja genau, das ist wunderbar, das passt dazu. Das habe ich jetzt selber noch zusammengebastelt, wo ich vorhin schon mal gesagt habe, immer wenn Wasser in so einem Glas die Oberfläche berührt, ich tue da Mikroelektrode rein und da Mikroelektrode, dann fließt Strom. Und das ist die schöne Zeichnung von Pollack.
dass er dann, ich stelle es mir so her, du hast nämlich hier diese negativ geladene Zone. Und wenn ich hexagonales Wasser habe, verwirbeltes Wasser, habe ich noch mehr Zonen. Und was jetzt interessant ist, vom Leben, Wasser ist ja Leben, sagt man, ein interessanter Versuch. Du nimmst ein Anästhetikum, du kannst es messen. Wie hoch ist diese EZ-Zone? Lässt sich mit Mikroskopen und mit lichtgebenden Verfahren sehr gut messen. Wenn ich dir Anästhetikum gebe und du bist bewusstlos, dann geht diese Zone auf Null. Ah. Dann geht sie auf Null. Okay. Dann kommst du wieder normal Wasser, wieder eine gewisse Zone, 0,2 Mikrometer oder Millimeter. Aber dann gebe ich Licht dazu, Infrarotlicht, dann vergrößert sich die Fläche aufs Fünffache. Drum ist ja wichtig, Vitamin D oder Sonnenenergie. Im Frühjahr sagt, boah, Veronika, der Lenz ist da. Aber wenn du dann jetzt das Infrarotlicht dazu gehst, dann verfünffacht sich das. Und drum, was macht die Pflanze zum Leben? Warum sind Mineralien so gut aus Obst und Gemüse? Weil sie haben alle eine Ladung. Auch das ist nachgewiesen, findet man auf meiner Homepage beim Professor Pollack. Ganz eine lange Auslassung drüber. Also wenn ich Licht dazu gebe, dann vergrößert sich diese Zone. Und darum ist eine Infrarotsauna und Infrarotstrahlung so heilsam und so gut. Und das Gegenteil halt, wenn ich dir das Licht nehme oder dich in eine Thermoskanne spanne, dann wird es sterben. Dann wird es kein Licht mehr haben. Und darum überleben ja auch die Leute in den Filmen oft, wenn das heißt, die werden... kommen in eine Zelle rein, 30 Tage ohne Tageslicht, überleben es trotzdem. Und darum ist auch Meeresboden. Das Gegenargument wäre ja, im Meer ist ja dunkel unten. Die Fische leben trotzdem, sie haben das Infrarotlicht. Mhm. Und das ist eigentlich das. Und darum ist das einfach, diese Negativzonen hängt zusammen wieder mit den Knien, warum es nicht quietscht. Und je höher diese Zone, je besser, umso mehr Kraft und Energie ist da. Gell? Okay, spannend. Next one, ja. So, kommen wir durch. Wir kommen gut durch. Jawohl. Okay. Ah, das ist auch wieder gut. Das passt jetzt gut dazu. Und zwar, ich habe ein Gewächshaus. Ja. Ein Gewächshaus in der Nähe von Mühldorf. Mhm. Und der hat sich ein neues Gewächshaus gebaut. Und dann hat der Hirsel, also der ungeschickte Herr auf Bayerisch, der hat eine Filteranlage für uns gemacht, für einen Zwei-Personen-Haushalt. Und da hat er jeden Tag 400 Liter rauslassen. Hat ein halbes Jahr immerhin gehalten. Also da muss man Membrane wechseln. Aber was ich da zeigen wollte, Gewächshaus A mit Leitungswasser, Gewächshaus B ohne Dünger mit unserem Wasser, mit gefilterten, energetisierten Wasser. Mhm. Und diese Tomaten sind 1,15 Kilogramm geworden. Wenn du das anschaust, die Hand, und die haben geschmeckt. Ich bin extra hingefahren, die waren so herzhaft, das war unglaublich. Echt, weil man denkt jetzt bei der Größe, das schmeckt ja nur nach Wasser oder, nee. Das sieht ja so aus, gell? Das war so ein Geschmack, das glaubst du nicht. Also der hat eine Gartenbaufirma und dem sein Hobby ist einfach Tomaten und sein ganzes Gewächshaus. Beim Otto war ich da und er sagt, das gibt's. Es hat so herzhaft geschmeckt. Und das ist halt der Beweis, dass reinstes Wasser eine unglaubliche... Ich habe halt Ärger gehabt schon mal, wie einer anruft und sagt, meine, das ist aber jetzt schlecht. Unser Baum hat sich verdoppelt in der Größe, die Blätter. Irgendein Bananenbaum, die haben den irgendwie reingequetscht gehabt und jetzt hat er die Blätter verdoppelt. Aber jeder kann die Versuche nachmachen. Ich empfehle den Zuschauern, jetzt sagen wir bloß Black Forest Lauretana oder Regenwasser mal und damit einfach den Kresseversuch zu machen. Wie lange hält der Kresse oder Blumenstrauß und solche Dinge. Also das ist die Wunderkraft von einem guten, sauberen Wasser. Und das Wasser und Licht ergibt Leben. So ist ja eine Pflanze auch. Und du kannst es ja auch messen, dass eine Pflanze immer eine positive, negative Ladung hat und damit hat es Energie und nicht ein Steinchen aus dem Mineral. Hast du mal Regenwasser analysiert? Ja, klar. Das ist total sauber, rein, ohne leitende Stoffe. Aber es kommt natürlich vom Himmel noch einiges andere runter. Und das ist aber Bereich der Verschwörungstheorie. Aber jeder spricht Strontium, Barium. Das siehst du ja auch bei den amtlichen Analysen. Aber offiziell ist es, aber es ist immer noch gut. Und dann sagen die Leute, oh Gott, da sind ja die ganzen Würmer und alles drin. Aber wo es gute Wasser ist, ist halt das Leben. Und für mich war das Entscheidende, warum säuft der Hund aus der Pfütze? Beim Tsunami sterben 290.000 Menschen und kein Wildtier. Und der Hund geht deshalb zur Pfütze, weil er am besten Überlebensinstinkt hat.
Und wenn du aber jetzt einen Verbrecher, Rauschgift, Lawinenopfer suchst, du hast immer Spürhunde. Mhm. Aber die Hunde haben am besten Überlebensinstinkt, genauso wie die Pflanzen und die Katzen natürlich auch. Und die gehen halt, ich sage, die bewachen unsere Wassersysteme oft. Und darum ist reinstes Wasser halt einfach der Schlüssel für alles Weitere im Leben. Reinstes, belebtes Wasser. Und das reinste Wasser ist der erste Teil, das zweite ist das Belebte. Mhm. Das okay. ist ja. Noch einer? Einen haben wir noch? Ja. Einen haben wir noch. Oh ja, auch das. Was ist das? Also ich hätte jetzt erst gedacht, eine Haut. Die Darmzotten. Darmzotten. Dünndarm. Dünndarm ist ja 6 Meter lang und wir reden ja auch von Kolonhydro. Gell? Ja, ja. Kolonhydro ist ja, man tut einen Schlauch reinstecken, man spült, damit einfach uralte Dinge rauskommen. So, und wir hatten ja schon mal eine Folie. Wenn ich jetzt Wasser habe mit 350 ppm, also leitende Stoffe drinnen, das heißt, sie haben sehr viele Fremdstoffe an sich gebunden, weil Wasser ist ja das Magnet schlechthin. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Wasser trinke mit sehr viel Fremdstoffen, oder Mineralien oder basischen sondern einfach ein Wasser mit 350 ppm nimmt nicht so viel auf wie ein Wasser mit 10. Weil das mit 10 hat natürlich eine Saugkraft. Das nimmt viel mehr auf und dadurch habe ich jeden Tag mein Kolonhydro. Und wir wissen ja, der Darm im Darm ist der Schlüssel. Also müssen die Leute, je mehr Wasser du trinkst, und dann sehe ich heute oft diese Werbung in ARD oder ZDF, wo man dann sagt, ja, irgendwas für den Darm. Aber die Leute brauchen nur 2-3 Liter Wasser trinken. Und das kann jeder ohne einen Wasserfilter. Er soll nur einmal, wenn er Verdauungsprobleme hat, er soll es nur probieren, sondern keine Heilaussagen. Aber er soll halt einfach mal 1-2 Liter Wasser trinken. Ich glaube, Wasser trinken dürfen wir noch empfehlen mittlerweile, oder? Ja. Man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Es wird schon, aber... Aber also diese Folie soll zeigen, weil dann, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, diese ganzen kleinsten Wassercluster, die gehen natürlich hier rein, lösen raus, während die anderen verstopfen. Und dann wird es undurchlässig. Ja. Und das ist halt das große Drama, dass diese, je älter wir werden, umso mehr bräuchten wir die Darmsanierungen. Und darum ist halt Spülung, jeden Tag die Spülung des A und O mit einem hochaufnahmefähigen Wasser. In der Früh, bevor du Kaffee trinkst, Tee, 1 Liter Wasser trinken. Mhm. Abends, wichtig, vor dem Bett gehen, 1,5 Liter mindestens, weil mit in der Nacht die Stoffwechselregenerationsprozesse natürlich viel besser vor sich gehen können, als wie wenn es ohne wäre. Also klar, in der Nacht, du schläfst ja nur deshalb, damit du die Batterie wieder auflädst. Wir sind eine Batterie, aber du brauchst das Wasser. Und das haben wir schon mal gesehen bei den Mitochondrien. Wenn die gut hydriert sind, dann arbeiten die und dann hast du eine bessere Selbstentgiftung, heißt Selbstheilung, dann kommt der Körper einfach da rein. Darum ist es so ganz entscheidend. Haben wir noch einen? Ja. Einen haben wir noch. Beim Darm ist ja auch so schön, der kann sich ja so gut auch selber regenerieren innerhalb von kürzester Zeit. Genau. Mikronährstoffe, gute Mineralisierung, gute Gemüsesäfte. Ach ja, genau, das ist wieder... Ein schönes Bild, wo wir schon mal gesagt haben, einfach, ich glaube, es ist wichtig für uns Menschen, wir haben 70 Billionen von diesen Teilchen. Und die Zellen, Die Zelle ist wie eine Stadt. Versorgung, Entsorgung, wie ein Kohlekraftwerk, wo du verbrennst und wo du dann Abfall hast. Aber hier sind zum Beispiel die Mitochondrien, die sind nur hier drin. Aber wenn man sich vorstellt, zwischen 2000 und 10.000 Mitochondrien auf einer Größe von 0,01 Millimeter und da 10.000 Stück drinnen und das ist ja nicht nur die Mitochondrien, sondern ganz viele. Umso wichtiger ist, dass man sich bewusst wird, dass das Wasser in die Zelle geht, weil wenn ich jetzt eine gute Hydration habe, dann quillt es mir mehr oder weniger aus, aber es wirft halt diese EZ-Zonen von Pollack sagen ja nichts anderes und weisen nach, dass alle Fremdstoffe rausgehen. Mhm. Darum sagt man immer, mit Wasser entgiften ist wichtig. Mhm. Und viele Leute, die wahnsinnig gut abnehmen, die übertreiben es halt. Die nehmen halt dann mehr Wasser. Aber du wirst definitiv ausscheiden. Dein Urin darf nicht gelb sein, sondern er muss weiß sein. Und der Dr. Probst sagt ja alle 2 Stunden aufs Klo. Das ist mal ein bisschen viel in der Nacht. Ich wechsle oft abends auch gern die Flüssigkeiten und trinke gern ein Hefeweißbier und einen veredelten Rotwein. Also gibt es auch. Aber natürlich... Ja. Ich regeneriere unglaublich schnell.
Also besser wie die 30-Jährigen, weil ich natürlich mache ich viel Sport da, aber wenn du viel Wasser trinkst, dann entgiftet der Körper, das geht aus der Zelle raus. Und wenn da Wasser drin ist, dann gehen auch hier diese Stoffwechselendprodukte raus. Das heißt, ich habe wieder eine bessere Versorgung. Also bessere Versorgung, bessere Entsorgung, mehr Energie und weniger Anfälligkeit für Dinge, von denen viele Leute leben, ein Milliardenunternehmen leben. Und darum ist einfach die Zellversorgung, die Zellkommunikation das A und O. Weil nachgewiesen ist halt auch, und da kann man ja diese Spannung messen, Krebszelle minus 10 Millivolt, eine gesunde Zelle minus 100 Millivolt. Und je mehr du auf dieses minus 10 Millivolt losgehst, umso mehr wirst du in die Krankheiten gehen. Ja. Das ist einfach nachgewiesen von Universitäten. Das hat nichts zu tun. Wir sind eigentlich nur, ich lese halt viel, das interessiert mich halt. Ja. Aber das sind so schöne Bilder. Und da sieht man mal das Wunderwerk der Zelle. Das muss ja auch erkannt werden, wenn irgendein Fremdstoff kommt, dass es in die Zelle reingibt. Gibt es ja den Nobelpreis. Wenn du mit Cola wirst du ja nicht schaffen. Über Aquaporine, ja, mit sehr großen Mühen. Mhm. Und ein Teil kommt schon rein, aber es wird natürlich ziemlich vermüllt, erfordert wieder. Die Zuckerenergie natürlich schon, kurzer Push und danach das Leid ist umso länger. Ja. Also das ist, wenn man jetzt sich informieren möchte über dieses Wasser, das ist wirklich das zellverfügbare Wasser, was du da, die Möglichkeiten, die du anbietest für den Zuschauer. Also man muss halt bei Mr. Water auf der Homepage gehen und sich informieren, viele Fragen stellen. Man kann bei uns niemals eine Wasserfilteranlage kaufen, ohne dass man weiß, was man tut. Mhm. Also, aber der Königsweg ist grundsätzlich Wasser sauber machen, Fremdstoffe raus, dann beleben, hexagonal, Wirbel, Wasserstoff. Und das Sicherheitspaket, weil ich alles immer auch verkeimen kann, das ist ja auch wichtig. Und darum sind ja die Mineralwässer so heiß umstritten, weil sie natürlich gnadenlos verkeimen können, gerade die stillen Wässer. Und beim Leitungswasser die Stagnation und bei den Wasserfiltern sind genauso Gefahren da. Also auf Mr. Water gehen, Fragen stellen, erkundigen, das ist die wichtigste Entscheidung, die du machen kannst für dein Leben. Das Schöne ist, Heilpraktiker lösen aus. Und bei uns wird der Rest, so wie man es jetzt gesagt hat, bei den Darmzotten, kommt eben raus. Und das ist eigentlich der Weg zur Selbstheilung. Wasser heilt nie, keine Heiler sagen. Der Körper heilt sich selber, der Mensch heilt sich selber. Hier beginnt es und weiter unten endet es. Einfach raus damit. Ja. Sehr gut. Schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank, lieber Erich, dass du heute wieder da warst. Gerne. Und bis komm bald. Ja. Servus. Freue ich mich. Ja. Ciao. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Thema Wasser begleitet uns einfach immer wieder und es ist wichtig und wir sehen, was für viele wichtige Funktionen ein gutes Wasser so mit sich bringt und wie wir das nutzen können für unsere Gesundheit. Ich hoffe, Sie konnten für sich was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.